Ja, ich glaube, wir sind gut drauf. Wir haben in den letzten Tagen viel an unserem Spiel gearbeitet, was gerade die Phasen Angriff, Abwehr, Gegenstoß anbelangt. Und das wollen wir heute in das Spiel transportieren, um damit erfolgreich zu sein. Und dann erwarte ich natürlich, dass wir den Gegner heute Abend bezwingen. Entscheidend wird sein, dass wir die Griechen gar nicht ins Spiel kommen lassen. Die sind spielfähig, wenn sie keinen Gegnerdruck bekommen, und das muss unser Ziel sein. Also alles, was im 9 Meter reinkommt, soll schon Körperkontakt bekommen. Wir wollen aggressiv gegen Kreuzbewegungen verteidigen, das Doppeln von der Halbposition, also ein bisschen Überzahl am Ballort herstellen. Das sind so ein, zwei, drei markante Aspekte unseres Spiels, über die wir dann Ballgewinne provozieren wollen, also technische Fehler des Gegners, und dann in unser Tempospiel kommen und da über eine gute erste Welle. Da wird Anweisung für die Außenspielerin, einen guten Startzeitpunkt zu finden. Und wenn dann zweite Welle über langes Kreuzen oder Druck von einer Halbposition, wollen wir uns dann Situationen erspielen, die günstig für uns sind im Abschluss. Die werden ganz befreit hier aufspielen. Soweit ich weiß, oder mein letzter Kenntnisstand ist, dass die Zakalou nicht dabei ist. Das befreit sie natürlich auch ein Stück weit, dass ihre absolute Leistungsträgerin nicht im Team ist. Das heißt, also alle anderen werden noch mehr investieren, um erfolgreich zu sein. Und das ist für uns eben auch eine Herausforderung. Jetzt in der Gegnervorbereitung war Zakalou natürlich ein Thema. Insofern werden andere Spielerinnen versuchen, diese kleine Personalie zu kompensieren. Und dementsprechend müssen wir einfach noch aufmerksamer sein, was die anderen Spielerinnen anbelangt.